Hallo Leute und willkommen zum Review der Rocket Cyber Kopfhörer. Bevor ihr euch dieses Video anschaut, jetzt seht ihr gerade das Unboxing zu den Kopfhörern. Da zeige ich euch, was in der Verpackung enthalten ist und was ihr alles bekommt, wenn ihr diese Kopfhörer kauft. Also schaut euch das vorher an und jetzt geht es los mit dem Review. Ich fange aber klein an mit den Kopfhörern. Ich habe mir diese Kopfhörer bestellt, da ich meine vorherigen Kopfhörer, jetzt seht ihr sie, die Apple EarPods, Grund hatte, dass ich die nicht mehr mochte, nämlich, dass man halt einfach alles durchgehört hat. Die hatten halt kein, so wie man das heutzutage nennt, Noise Cancelling, sondern man hört wirklich alles durch, man macht die rein und man hat halt keinen Ohrschutz. Das war der Grund, warum ich neue Kopfhörer wollte, und dann habe ich bei Amazon geschaut, was ist zurzeit das Beste, was wurde in den letzten Tagen so gut bewertet, dass man sich die kaufen könnte. Und da waren die Rocket Cyber ganz oben. Aber ich muss euch gleich vorwegnehmen am Anfang des Videos. Leider bin ich nicht so begeistert, wie die Amazon-Kritiken waren. Denn die Kopfhörer haben ein ganz großes Problem. Das ist zwar jetzt vielleicht meinerseits aus nur, aber ich finde, die Kopfhörer kommen mit allen Liedern nicht klar. Das liegt daran, ich habe jegliche Genres getestet, auch Schlager. Ja, mit Helene Fischer und so. Aber und da fing es schon an. Man hört einfach raus, dass die Kopfhörer nicht dafür gemacht sind. Die versuchen, in jedes Lied so viel Bass wie möglich reinzupumpen. Und das geht halt nicht. Macht man jetzt ein Rocklied an, wie zum Beispiel ACTC oder sowas in der Art, man hat verloren mit den Kopfhörern, denn es klingt so schlecht. Ich habe die ersten 5 Minuten sogar gedacht, was hast du dir hier gekauft? Ich habe ja mit ACTC angefangen, weil fängt ja mit A an oder so, würde ich mal sagen. Ich habe ja nacheinander alphabetisch ein bisschen Lieder gehört. Und dann habe ich halt gewechselt zu Hip-Hop, zum Beispiel jetzt Farid Bang und seinem Album Killer. Und da war ich natürlich wieder begeistert. Also da haben die Kopfhörer durch diesen heftigen Bass, den die Lieder aufweisen, haben diese Kopfhörer die besten Voraussetzungen. Da haben sie mich wirklich begeistert. Da habe ich mir gedacht, boah, was solche kleinen Kopfhörer für einen Bass und für einen Klang rausholen. Heftig. So, aber jetzt mal zum technischen Vergleich. Die Apple EarPods haben ja ein Design, wie man es jetzt gerade sieht, was ein bisschen ungewöhnlich ist, was aber ein Ziel hat. Denn dieses Design ermöglicht diesen heftigen Bass, für die die Kopfhörer noch nicht hatten. Probiert sie mal aus. Die gibt es, kann man vielleicht mal, wenn mein Kumpel dann ein iPhone hat oder so, testen. Die haben wirklich so einen Bass, das wummert richtig geil in die Ohren. Das macht richtig Spaß, mit denen zu hören. Die haben glasklare Höhen, Tiefen, Mitten, alles ist perfekt abgestimmt, meiner Meinung nach. Und ich bin wirklich sehr fein in solchen Dingen. Und jetzt zum Vergleich mit dem Rocket Cyber kann ich nur sagen, Bass unschlagbar, aber komme in die Mitten und Höhen. Ist das Headset wirklich sehr, 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 sehr überlastet. Es weiß nämlich nicht, wie es steuern soll. Es versucht immer die ganze Zeit Bass draufzusetzen, habe ich ja gerade schon mal erklärt. Und das geht leider nicht mit allen Liedern gut. So, jetzt aber genug gemeckert über die Kopfhörer. Jetzt bringe ich mal ein paar positive Fakten. Und zwar, das, was ich unbedingt wollte von den neuen Kopfhörern, war, dass ein aktives Noise Cancelling. Also man schottet sich von der Umwelt ab und man wird nur der Musik überlassen. Und das können die Kopfhörer wirklich perfekt. Es gibt zwar einen kleinen Haken. Man hat ja 6 Aufsatzkuppen für die Kopfhörer mitgeliefert. Ja, die passen alle bei meinen Ohren nicht. Das Problem war mir aber hundertprozentig schon bekannt. Ich habe schon so viele Kopfhörer gehabt. Die einzigen, die wirklich reinpassen, sind die Apple EarPods. Ich weiß nicht, wie das die Jungs von Apple geschafft haben. Die passen in meine Ohren. Die neuen Rocket, die rutschen leider auch alle 3 Minuten raus. Also ein Lied schafft man, dann muss man die schon wieder rein raussetzen. Ist nervig, aber wenn sie richtig sitzen, die Rockets, dann hat man wirklich atemberaubend geilen Bassklang und zum Beispiel, wie schon gesagt, Elektromusik. Wie solche Mixes. Unglaublich gut. Kann ich euch nur empfehlen, mal zu testen. Ebenso gut ist auch das lange Kabel, das ja im Vergleich zu anderen Headsets wirklich extrem lang ist. Ich weiß jetzt leider nicht aus dem Kopf, wie lang es ist, aber ich kann euch sagen, es ist so lang, dass ich sogar noch das Handy bedienen konnte in der Hand, ohne dass ich jedes Mal das Kabel drücken musste. Also das ist auch ein positiver Fakt, der vielleicht auch mal genannt werden sollte. So, die Rocket Cyber sind ja ein Headset. Und da vergleiche ich jetzt natürlich auch das Mikrofon. Ihr hört jetzt als allererstes die Apple EarPods Qualität und danach die Rocket Cyber Qualität im selben Raum, im selben Ort. Ich kommentiere einfach hier vor dem Mikrofon jetzt mit dem Headset. Also, erst die EarPods, dann das Rocket Cyber Headset. Das sind die EarPods von der Qualität her. Ich rede ja jetzt auch in die Kamera mit den EarPods. Hier ist das auch, sieht man das auch, dass das die EarPods sind. Man sieht auch diesen Weiß und so. Also, wenn er mit der Qualität zufrieden seid. Also ich konnte bis jetzt mich nicht beschweren über das Mikrofon. Es hat mir immer klare und gute Dienste erwiesen im Zeichen der Telefonie und auch mit Siri. Und ja, ich würde sagen, testen wir mal die Rocket Cyber. Die sehen auch ein bisschen anders aus dem Ohr. Jetzt habe ich das Mikrofon von den Rocket Cyber. Das ist richtig komisch zu sprechen, dadurch, dass sie so tief im Ohrkanal sitzen. Es ist so ungewohnt zu sprechen. Man hört sich irgendwie ganz anders so dumpf an. Und das ist wirklich richtig krass. Also das muss man wirklich sagen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität klingt. Ich höre es gleich zuerst, wenn ich es am PC habe.
Und ja, ich drehe mich mal so geil. Und da sind wir. Und man kann auch nochmal hier sehen, hier, das ist diese Fernbedienung und so. Also, ich sitze wirklich auch jetzt hier im Ohr und so. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin mal gespannt, wie es klingt. Sehen wir uns gleich. Mal ein Vergleich. Das ist jetzt das iPhone-Mikrofon indirekt zu den Kopfhörern. Das will ich nur ganz kurz zeigen. So klingt das iPhone-Mikrofon. Und jetzt wieder zum Großmembraner. So, und auch noch eine kleine Info. Ich habe grundsätzlich mit dem iPhone alles gehört. Ich habe die Headsets nur mal ganz kurz an dem PC angeschlossen verglichen. Da hat klar die Apple EarPods gewonnen. Ich baue das gerade so wie so einen Vergleich auf, falls man es merkt. Aber ich möchte es ein bisschen vergleichen, denn die Apple EarPods sind viele. Und man denkt sich ja vielleicht, das ist ein Standardmikrofon und Headset und Kopfhörer. Genau, jetzt kam ich auf das Wort. Und man wechselt auf ein hochwertigeres. Aber ganz ehrlich, ich sag's euch jetzt an diesem Punkt im Video, es ist nicht notwendig. So, jetzt nochmal auf das Thema Mikrofone. Am PC direkt gehört, ist die Apple EarPods gleichwertig mit dem integrierten iPhone-Mikrofon. Die Rocket Cyber sind schon ein bisschen geschlagener, finde ich, vom Klang her. Sie sind leise und nicht so schön mit Höhenversetzung, sondern mehr mit ein bisschen Bass. Also wie allgemein diese ganzen Kopfhörer, die haben ja nur Bass, egal was man will. Aber insgesamt sind alle drei recht gut. Ich kann mich nicht drüber beschweren. Jetzt habt ihr den Vergleich gehört. Weiter geht's. So, als vorletzten Punkt nochmal zum Preis. Beide kosten 29,99, die einen auf Amazon, die anderen im Apple Store. Und welche sind die besseren? Meiner Meinung nach sind die Apple EarPods die besseren. Klar, sie haben nicht diese Abschirmung, aber alle Lieder klingen mit denen so schön, dass man einfach weiterhören möchte. Bei diesen Kopfhörern von Rocket habe ich das Gefühl, ich darf nur Basslieder hören. Und das finde ich nicht so gut, das Gefühl, denn nur Basslieder sind auch nicht schön. So, in der Beschreibung findet ihr nochmal den Kauflink für die Rocket Cyber. Also, wie gesagt, das war's mit dem Review. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich versuche das jetzt öfters zu bringen für Produkte, die ich mache. Erst ein Unboxing und dann ein ausführliches Review zu allen Punkten. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Tschüss.